Wir werden uns heute einfach mal geheime Stumbleguys-Maps anschauen, die eventuell irgendwann mal ins Spiel reinkommen könnten. Schreibt mal gerne am Ende des Videos in die Kommentare, welche Map eure Favoriten-Map ist. Meine ist definitiv die dritte, aber schauen wir uns doch erstmal an, was das genau hier wird. Im Hintergrund läuft irgendein Gameplay, nicht wundern. Und lasst doch gerne mal einen fetten Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch wieder Schule habt. Denn ich glaube, jetzt hatten einige ein längeres Wochenende. Montag und Dienstag haben sogar auch noch einige frei. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber Leute, fangen wir auch sofort an mit der allerersten Map. Ja, wir sehen sie jetzt schon. Ich habe sie auf meinem zweiten Monitor auch offen. Es ist einfach mal die Map Dodge Sideways. So heißt sie nämlich. Und wir sehen, das ist eine Map, die einfach mal auf dem Wasser spielt. Wir haben einen ziemlich, ja, normalen Parcours, würde ich behaupten. Also es gibt ein paar Hindernisse auf dieser Map, ne? Man muss versuchen, ans Ziel zu kommen. Also es ist jetzt kein vergleichbares Spiel wie beispielsweise irgendwie Block Dash oder Bot Bash. Nee, doch, Bot Bash, ne? Heißt das Spiel? Bot Dash heißt das, ne? Egal, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls haben wir hier auch ein Parcours-Spiel am Start. Und ich finde das Spiel allerdings recht nice. Könnte meiner Meinung nach auch mal wieder reinkommen als kleine Abwechslung. Also ich persönlich würde es ganz cool finden. Was die Map auch so speziell macht, ist, dass es anscheinend zwei Wege gibt. Einmal in der Mitte kann man sofort durch oder man kann auch außen rumlaufen, was ich halt ganz interessant finde, weil so kann der Spieler selbst entscheiden, nimmt man die riskantere Variante oder geht man auf Nummer sicher, aber nimmt in Kauf, dass man vielleicht ein wenig später ins Ziel ankommt. Ja, ich weiß noch nicht, ob vielleicht die Plattformen auf dem Wasser verschwinden. Das wäre natürlich auch nochmal so eine ganz interessante Sache, weil es sich eben anbietet, dass man ein wenig mit dem Wasser arbeitet. Ansonsten sind auch sehr viele Elemente eingebaut von anderen Maps, die wir schon kennen. Ja, aber finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Map, worüber ich mich sehr freuen würde. Kommen wir sofort zur zweiten Map, Leute. Und zwar ist die zweite Map einfach mal eine Pyramide. Und ich finde diese Pyramide wirklich richtig, richtig cool. Es wäre auch mal was anderes vom Prinzip her. Denn wir sehen einfach mal, dass alle auf so einer Plattform starten und dann irgendwie versuchen müssen, an die Spitze von der Pyramide zu kommen. Wie das Ganze abläuft, ist auch ganz simpel. Man startet, wie gesagt, gemeinsam am Spawn, muss dann halt um die Pyramide herumlaufen, hat natürlich auch das ein oder andere Hindernis, was man schaffen muss. Ansonsten kommt man natürlich nicht ans Ziel. Und ja, ich finde den Aufbau sehr cool. Natürlich müsste man die Map ein wenig anders machen. So wie sie jetzt hier auf dem Foto dargestellt wird, wäre das wahrscheinlich zu langweilig, finde ich persönlich. Aber ich glaube halt, wenn man das vielleicht noch ein bisschen interessanter gestaltet, hier und da vielleicht noch ein paar coole Hindernisse einbaut, dann könnte das schon sehr, sehr cool sein. Erinnert es mich auch ein bisschen vom Spiel her wie Lava Rush. Weil bei Lava Rush kann es ja auch, ja, also gibt es ja auch, ist auch aufgebaut wie so ein Parcours. Aber, ja, keine Ahnung. Irgendwie erinnert mich das daran. Ich weiß auch nicht, warum. Genau. Aber so viel dazu. Also, ich würde mich freuen, wenn die Pyramide ins Spiel reinkommen würde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch diese Pyramide gefällt. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Kommen wir auch schon zur nächsten Map. Diese nennt sich einfach mal Lava Hill. Und Lava Hill ist, glaube ich, mein absoluter Favorit von heute. Denn auch hier starten wir einfach mal alle unten, ja, auf dem Stein. Und das Interessante ist bei Lava Hill, dass die ganze Zeit solche Kugeln herunterfliegen. Und diese Kugeln sind vergleichbar wie Cannon Climb. Das läuft ja gerade auch hier im Hintergrund. Und bei Cannon Climb ist es ja auch so, dass wir die Spitze erreichen müssen von dieser Map. Aber bei Lava Hill wäre das nochmal was anderes. Weil bei Lava Hill wäre es vielleicht auch ganz interessant, wenn man das so machen würde. Wenn man einmal runterfällt, dann ist man wirklich komplett draußen und kann auch nicht mehr in das Spiel reinkommen. Also ich würde das Prinzip zumindest sehr feiern, weil es auch nochmal so ein Anreiz wäre, wirklich aufzupassen, dass man wirklich nicht von diesen Bällen getroffen wird. Denn man sieht auch bei der Map Lava Hill, ist ganz interessant. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wo man ausweichen kann von diesen Bällen. Und es gibt auch Hindernisse auf dieser Map bei Lava Hill. Aber ja, man müsste, wie gesagt, aufpassen, dass man nicht von diesen Hindernissen getroffen wird.
Denn es kann nur einen geben, der das Spiel gewinnt. Also für mich persönlich wäre das auf jeden Fall so ein Finalspiel, wo dann quasi der Gewinner von dem Finale entschieden wird. Also ich würde es zum Beispiel ganz gut finden, wenn wirklich alle Leute sterben durch Hindernisse, weil sie runterfliegen, wie auch immer. Dann muss die letzte Person gar nicht mehr ins Ziel laufen, wobei das auch vielleicht zu Problemen kommen könnte. Wobei doch, ich würde sogar sagen, man muss das Ziel erreichen bei dieser Map, weil sonst besteht die Gefahr, dass einfach irgendwelche Leute campen und hoffen, dass die anderen die Fehler machen. Und das ist natürlich auch langweilig. Aber wie gesagt, mein absoluter Favorit bislang. Würde mich freuen, wenn diese Map zum Beispiel auch irgendwann mal in StumbleGuys spielbar wäre. Also Lava Hill, bislang mein absoluter Favorit. Dann kommen wir auch schon zu Spiral Hop oder Spiral Hop, wie man es nennen möchte. Und Spiral Hop finde ich super geil. Also auf jeden Fall auch so geil wie das dritte Spiel, was ich euch gerade vorgestellt habe. Denn hier besteht die Kunst darin, dass man quasi von Lasern die ganze Zeit in eine Richtung gedrängt wird. Also man muss quasi weiterlaufen, um diese Spirale halt, hat aber auch noch die Hindernisse, die man immer wieder schaffen muss. Denn wie gesagt, die Laser, die führen den Spieler quasi durch die Map. Wenn man nicht weitergeht, sondern sagt, ey, ich bleib einfach stehen, dann wird man früher oder später von den Lasern getroffen. Und das macht die Map auch so interessant, dass es vom Prinzip her theoretisch genauso sein würde wie Block Dash oder Laser Tracer, wo man ja theoretisch auch unendlich lange spielen kann. Aber nur vorausgesetzt, dass die anderen Spieler auch gut sind und es auch schaffen, die ganze Zeit diese Hindernisse zu schaffen. Sobald dann genug Spieler von den Lasern getroffen wurden oder einige runterfallen, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man durch die Hindernisse zum Beispiel getroffen wird, dann ist die Runde vorbei. Gerade weil es aber das Prinzip verfolgt, dass man unendlich lange spielen kann, finde ich, ist das ein Spiel, was es auf jeden Fall verdient hätte, ins Spiel reinzukommen. Aber da seid natürlich auch ihr gefragt, sagt ihr, yo, das ist ein cooles Spiel, das wollen wir in StumbleGuys sehen oder nein, nicht so geil. Also ich würde es fühlen, finde ich persönlich auch besser als die Parcours-Spiele. Aber da sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das letzte Spiel ist auch sehr, sehr interessant und erinnert mich vom Prinzip her so ein bisschen an Bot Dash. Denn wir sehen einfach mal hier bei diesem Spiel, dass die ganze Zeit so Meteoriten von links nach rechts kommen. Und diese Meteoriten sind aktuell vergleichbar mit den Marienkäfern bei Bot Bash, boah, ich bin mir gerade unsicher, wie das Spiel heißt. Der StumbleGuys-Profi. Auf jeden Fall erinnert mich das Spiel an, Bot Bash. Und ich glaube sogar, dass sie da ein bisschen Inspiration von gesammelt haben. Das Einzige, was bei diesem Meteoritenspiel anders wäre, wäre halt, wir haben keine Farbstrahlen, die den Spieler nötigen, weiterzulaufen, sondern wirklich nur die Meteoriten. Wobei diese auch immer wieder mal von der Map rausfliegen. Und das ist natürlich auch nochmal ein bisschen anders als Bot Bash. Aber trotzdem eine Sache, die ich auch sehr interessant fand. Das waren jetzt 5 Sachen, die eventuell in StumbleGuys reinkommen könnten. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Favorit war. Lasst ein Like dafür, mehr solche Map-Ideen. Bis dann und ciao.